Schönheit. Farbe. Vielfalt. Auf den Inseln der großen Antillen ist Leben Veränderung. Kuba. Vom Festland isoliert seit 35 Millionen Jahren. An manchen Stränden trifft man auf Spitzkrokodile. Einwanderer, verdriftet aus den Küstengewässern Süd- und Mittelamerikas. Im Inselinneren lebt eine andere Art, das Kuba-Krokodil. Etwas kleiner, aber viel aggressiver als das Spitzkrokodil. Mit wulstigen Höckern hinter den Augen. Kuba-Krokodile leben seit etwa 300.000 Jahren hier in den Süßwassersümpfen auf Kuba. Aber wie sind diese Krokodile hierher gekommen? Sind auch sie Einwanderer? Ein Spitzkrokodil, weit draußen auf der Karibischen See vor der mittelamerikanischen Küste. Die Strömung nimmt es mit. Mit dem muskulösen Schwanz hält es die Richtung. Die warme karibische Strömung ist eine Einbahnstraße. Sie fließt vom südamerikanischen Kontinent nach Norden, Richtung Florida, Kuba und Hispaniola. Im offenen, kalten Ozean würde das Spitzkrokodil nicht überleben können. Gegen die Strömung schwimmen geht auch nicht. Dazu fehlt die Ausdauer. Aber es kann, wenn Evolution abläuft und neue Arten entstehen. Auf den großen Antillen zeigt sich, Leben bedeutet Veränderung. Und nur wer sich anpasst, der überlebt.